Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück zu Project Zombite mit dem Baron. Ich grüße euch. Und ja, schaut gerade nicht so prickelnd aus bei uns hier zu Hause. Das sind so ein paar unfreundliche Zombies. Also bei mir geht gerade ein Telefon. Prickelnd. Aber es regnet. Und zwar ziemlich Ja. heftig sogar. Ach komm schon, komme ich jetzt von einer... Ja, diese Meta-Events manchmal, ey. Mädel, du läufst durch den Regen und du hast Durst. Ist das dein Ernst? Ja, den Kopf hoch geht halt nicht. Ab in den Nacken. Also ich kann dich aber beruhigen, es sind, so wie es ausschaut, nur drei Felder kaputt insgesamt. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade so das, was du hören möchtest. Wir hatten ja bei dem Hubschrauber hatten wir schon echt Glück, muss man ja sagen. Dass da nichts kaputt gegangen ist. Es sind aber auch einfach zu viele, die kriege ich alleine nicht weg hier. Bewegen die sich? Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Ja, weil ich bin eigentlich schon fast an diesem Waldweg und mir kommen ziemlich viele Zombies entgegen. Ja, die sind auch da hergelaufen. Also die sind in die Richtung gelaufen. Deswegen sagte ich ja, das ist eine Wanderer, eine riesengroße. Ja, das liegt, glaube ich, an der Alarmanlage und an dem Telefon, das ich gerade hatte. Ja, das ist sehr gut möglich. Bam, 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 bam. Was machen wir denn da mal? Ich stelle mich mal. Ne, stelle ich nicht. Hab ich denn. Nein, habe ich nicht. Ist denn da. Ja, hier. Jetzt schon. Ich stehe mitten im Wald und es geht ein Telefon. Willst du mich verarschen? Ja. So, ich gehe mal nach oben und gucke wieder von oben, was sie da machen. Ja, sie rennen durch deine Tomaten. Das ist ärgerlich. Ich stehe hier kurz vor meinem Maisfeld und hatte mir gedacht, ich habe doch da noch was aufgesammelt gehabt, womit ich eventuell eine Aktion machen kann, wie beim letzten Mal mit ganz vielen Zombies. Ja, ich glaube, ich weiß schon, Problem was du ist, ich habe meinst. nur eine Schrotpatrone dabei. Ich könnte dir welche bringen. Aber. Lass mich jetzt erstmal neues Pflaster aufkleben. So, ich versuche jetzt Dann mal die sollte ich. ersten vier davon wenigstens wegzulocken. Aus und sechs. Na, okay, sie haben mich eh gesehen. Also wird's wohl im Kampf enden. Ja, ich bin gleich da. Ich schaue, dass ich dir helfen kann. Ach, ernsthaft jetzt, ey. Nein, ich bin nicht gekratzt worden. Nein, mir geht's gut, aber da sind noch mehr Zombies. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich beim Kämpfen. Ich versuche die von unten auf dich zulaufen, mal ein bisschen abzulenken. Also zwei habe ich schon mal erledigt. Ja, alle wollte ich dir jetzt auch nicht abgeben, aber. Hast du gerade eben getan? Ja, ist schon mal.
Na super. Axt kaputt. Habe ich noch irgendwas, was ich nehmen kann? Ja. Oh, da kommen noch mehr. Problem ist, ich bin schon ziemlich angestrengt. Ja, frag mich mal. Extrem panisch. Nein, ich bin gebissen worden. Nicht schon wieder. Nexus. Ich bin jetzt auch schon ziemlich durchnässt, ich muss gleich mal wieder rein. Du ja, wahrscheinlich auch. Bin ich auch schon ziemlich. Okay, ist wieder einer tot. Noch einer ist tot. Okay, lass mal rein. Bin klitschnass, sehr panisch, hoch angestrengt, angespannt und sehr schwer beladen. Pass auf, wenn du zu uns kommst, ne? Schön leise. Da kommt einer auf dich zu. Ja, einer. Hatten wir hier nicht irgendwo Handtücher? Ja, in der Küche. Ach, in dem Badezimmer hier oben. Das Badetuch. Zwei Stück muss ich nehmen. Ey. Okay. Ich muss erstmal Zeug ablegen. Ich schmeiß mal. Erstmal ein bisschen was suchen hier rein. Etwas unwohl. Ja, frag mich mal. So, was haben wir noch an Waffen hier? Erstmal Inventar leeren, dass ich nicht schwer beladen. Okay. Da ist jetzt schon mal ziemlich viel drin in diesem Schrank, aber das so. Ach, das bist du. Ich habe schon gedacht, das wäre ein Problem. Ja, sicher. Und dann muss ich dringend was essen. Und inzwischen trockne ich schon. Ich bin nur noch klamm, ich habe mich noch nicht abgetrocknet. Ach, jetzt nehme ich die feuchten Badetücher. Sich abtrocknen. Nämlich nicht mehr feucht oder klamm. Sehr schön.
Dann packe ich die Eier mal im Kühlschrank. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, jetzt habe ich wieder einen Heilungsboost. Viel sieht man jetzt Wie gerade schön. nicht. Gut, dann können wir uns wieder rauswagen. Maybe. Wir waren alle bei uns in der Schuppen drin. Ja. Verwendest du eine Axt oder eine Steinaxt? Steinaxt. Aber immer noch besser als gar keine Waffe. Das stimmt. Na komm. Auch dein Ernst schon wieder kaputt, ey. Ausrüsten, Brechstange. Komm, jetzt geh tot. Magst du jetzt endlich mal umkippen vielleicht? So, ich komme dir zu Hilfe. Ja. Pass auf, da einer liegt, nimm den erstmal. Ja, oder so. Ja. Da kommt noch einer von unten. Meinst du, ob das hygienisch ist, dass wir hier so viele Leichen hier rumliegen haben? Naja, solange wir nicht ans Grundwasser müssen. Ja, das gibt's nicht. Ich krieg hier nicht. Oh, da unten kommt noch einer. Schau es mir nur gerade so vor, da habe ich einen Schuss oder irgendwas gehört. Ich wollte es auch gleich fragen. Aber ich dachte mir, ich warte mal, was du sagst. Ich habe nämlich auch irgendwie sowas wie einen Schuss gehört. Die laufen jetzt auch alle gerade irgendwie runter. Also könnte sein, dass da ein Schuss war. Du bist weit geflogen. Heidewitzka. Holla die Waldfee, wa? Das ist mal eine gute Folge gewesen. Ich muss rein, was essen und so weiter, Baron. Deswegen kümmere dich nicht mit zu viel oder leg dich nicht mit zu vielen an. Weil ich muss die Wunde reinigen und so weiter und so fort. Hält gerade einen Schubskreis, aber einen negativen Schubskreis. Ich hatte links und rechts von mir einen Zombie am Boden liegen und habe mich dann immer nach und nach also dem einen eine reingehaut, mich umgedreht, dem anderen eine reingehaut. Oder kommt unser Zombie-Spender hat mal wieder ein paar Zombies ausgespuckt. Ich bin sofort wieder soweit. So, eben, was habe ich noch an Essen hier, was ich direkt nehmen kann? Gar nichts. Okay, das ist sehr hilfreich. Nichts ist ein bisschen wenig.
Dann werde ich gerade nur von weiblichen Zombies verfolgt. Jedes Geschlecht bei Zombies eigentlich noch eine Rolle? Das war eine ganz interessante Frage. Ehrlich jetzt. Ja. Ist das. Das. Ja. Das war auch. Eine ernste Frage. Und es regnet wieder. Das heißt, unsere Tonnen sind auf jeden Fall gleich voll. Ja. Den einen hier umgelegt habe, ne? Dann helfe ich dir. Ja. Da. Baron, ich komme. Ja, gekratzt. Ernsthaft jetzt. Aber ich muss langsam auch mal wieder was essen oder sowas. Aber ich würde gerne euch beide noch mal schnell erledigen. Einer ist down. Mein Gott, jetzt kippt du eigentlich um. Jetzt ist meine Dingens kaputt, Alter. Mein Brecheisen. Ich bin immer noch bei meinem zweiten Baseballschläger. Jetzt kipp um. Eine Kriecherin. Ich hasse Kriecher. Oh, ist erledigt. Krieg ich den einfach nicht down hier. Ach, jetzt legt sie sich hin. So, ich muss dringend wieder was essen, ey. Und ich weiß nicht was. Im Ofen steht nichts mehr. Nee. Ich hau mir jetzt einmal Erdnussbutter rein. Oder ein Glas Remoulade. Du hast mich jetzt echt weggeschoben. Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Aber angeblich habe ich es gegessen. Ja, kriegst du das hin, irgendwas zu kochen? Jo, kümmere ich mich gleich drum. Das wäre super. Ja, du kriegst erstmal was für zwischendurch, warte mal. Panetes Würstchen am Spieß. Lecker. Ja, habe ich mir doch gedacht, dass dir das schmeckt. Etwas gesättigt. Ja, es reicht leider noch nicht. Schmerzen. Kannst du nicht noch irgendwie raus? Etwas unglücklich bin ich auch noch. Das hier und dann das hier und davon Ach, Avocado mit Schweinekotelett kann man mal machen, oder? Ja. So, aber ich würde einfach mal sagen, das ist schon wieder am Ende. Das ist unglaublich, wie schnell diese Zeit hier doch vergeht. Aber
Das ist Ob korrekt. wir am Freitag wieder die Standardtradition sehen von dem Nexus diesmal oder ob wir es nicht sehen, das sehen wir dann jetzt am Freitag erst. Und leider nicht mehr heute. Es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen kriegen wir unsere Farm wieder gesäubert. Kriegen wir alles hier wieder im Griff? Wie voll sind unsere Wasserfässer? Wann wird das Wasser ausgehen? Wann wird der Strom weg sein? Das sind Und alles wird der Baron Fragen. jemals wieder glücklich? Weil ich bin etwas unglücklich. Oh. Das Ich sind eine Folge. versuch ihn gleich aufzuheitern, Leute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen erstmal, wir sind raus. Ciao. Ciao.